Ja, vielen Dank. Also wir hätten uns, nein, wir haben keine Präsentationen. Ausmachen, ne? Ist auch richtig so. Ja, sparen wir ein bisschen Energie. Klasse, dass ihr alle da seid. Wir hätten uns keine bessere Vorgruppe wünschen können als diese beiden Vorträge. Ich sag's mal so ganz platt, aber auch ehrlich. Denn das erste war ein wunderbarer Vortrag über die Art und Weise, wie Attention Economy funktioniert, und wie man sich hoffentlich einigen der bösen Effekte, entziehen kann. Und das zweite war die Frage nach Nachhaltigkeitsbewertung von komplexen Innovationen. Auch das ist etwas, was wir jetzt hier fortführen werden in unserer Podiumsdiskussion über die umfassende Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen in der digitalen Wirtschaft oder der digitalen Wirtschaft. Wir werden die Unterscheidung wahrscheinlich miteinander lernen und ausleuchten. Ich bin Andreas Krämer. Ich habe vor vielen Jahren mal hier an der Uni studiert und als ich dann fertig war als frisch gebackener Umweltingenieur, angefangen in der Politik zu arbeiten, habe das Ecologic Institute gegründet. Das tue ich jetzt nicht mehr, aber berufsbegleitend habe ich über die Jahre zwei Dinge getan, die für das heutige Thema relevant sind. Erstens habe ich die Ratingagentur Ökom Research bis vor kurzem wissenschaftlich begleitet und ihnen bei der Methodenentwicklung geholfen. Und das Zweite ist, dass ich im Anlageausschuss des Ökofonds Ökovision dem Anlageausschuss vorgesessen habe. Dieser Anlageausschuss wählt Unternehmen aus, prüft sie regelmäßig, ob sie den Ansprüchen dieses Fonds entsprechen. Und in dem Zusammenhang ergab sich ein Problem. Das Problem lautet, dass die Kriterien, die man üblicherweise hat, um Unternehmen sozialökologisch oder ethisch zu bewerten, bei den Fragestellungen, den durchaus neuen Fragestellungen der digitalen Unternehmen, der Softwareunternehmen, der Cloud-Computing-Betreiber, der Hardwarehersteller nicht wirklich gut funktionieren. Und ein Teil kann man abfangen, indem man die alten Kriterien neu interpretiert. Das ist völlig normal, aber auch da gibt es dann eine Grenze. Und um dieses Problem zu lösen und um hier neue Wege zu finden, möglicherweise neue Kriterien zu identifizieren, hat dieser Anlageausschuss eine kleine Arbeitsgruppe eingesetzt, die heute Abend vollständig auf dem Podium sein wird. Das sind Sascha Dickel und das ist Christian Turun. Aber dieses Thema betrifft nicht nur uns, sondern es betrifft eigentlich die ganze Gesellschaft. Das hat auch die Bundesregierung inzwischen verstanden, unter anderem deswegen, weil der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen der Bundesregierung ihnen das aufgeschrieben hat. In einem Papier, das so ein bisschen das ganze Feld durchleuchtet, beleuchtet, erschließt und im Grunde genommen der Politik sagt, das ist wichtig. Und die Person, die dieses Papier federführend bearbeitet hat, ist Theresa Schlüter, die ist heute auch da und die fängt als erste an, uns den Hintergrund zu erzählen. Theresa. Ja, vielen Dank, Andreas, für die einleitenden Worte. Mein Name ist Theresa Schlüter. Ich arbeite, wie gesagt, für den Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen. Wir beschäftigen uns seit circa 2 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung und werden im Frühjahr nächsten Jahres der Bundesregierung unseren Bericht vorlegen, der zeigt, wie man diese beiden Themen verknüpft zusammendenken kann. Das Papier, was Andreas gerade erwähnt hat, liegt auch hier vorne aus. Das kann sich jeder ein Exemplar mitnehmen. Ansonsten ist es auch auf der Website zum Download zur freien Verfügung. Also ich werde hier eine den großen Rahmen von dem Thema aufmachen. Also es geht jetzt nicht direkt um die Unternehmen, sondern über die Einordnung. Wo stehen wir bei den beiden Themen? Ich fange an mit der Nachhaltigkeit. Seit 2015 gibt es ein gemeinsames Zielsystem auf der internationalen Ebene. Das sind die Sustainable Development Goals. Die sind von der Staatengemeinschaft ausgehandelt worden. Und die setzen eben ein Zielsystem, an dem sich alle Staaten orientieren können, wie sie nachhaltige Entwicklung vornehmen möchten und wo sie sich hin entwickeln möchten. Das sind Ziele, die zum einen den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen betreffen. Da stehen so Sachen wie Geschlechtergerechtigkeit drin, verantwortungsvoller Konsum und Produktion, nachhaltige Stadtentwicklung. Und dort sind sich eben alle einig, dass das wünschenswerte Ziele sind, die man jetzt bis 2030 angehen muss und umsetzen möchte. Dazu gab es noch das Übereinkommen von Paris, was sicherlich viele hier im Raum kennen. Bis 2050 soll die globale Temperatur beschränkt werden, sie soll nicht stärker ansteigen als 2 Grad. Und dort wird eben auch ein umfassender Maßnahmenkatalog vonnöten sein, der jetzt in die Wege geleitet wurde.
Also es gibt ein gemeinsames Verständnis, ein global gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit als Vision globalen langfristigen Wohlergehens. Der Nachteil an diesen beiden Abkommen ist, dass Digitalisierung dort noch kein Thema ist oder noch kein großes Thema ist. Also bei den SDGs gibt es ein Unterthema Internet für alle bis 2020, aber ansonsten spielen digitale Technologien, Digitalisierungsprozesse da eben eine untergeordnete Rolle, die sind eben noch nicht auf die Agenda gesetzt worden. Wenn wir jetzt den Perspektivwechsel zur Digitalisierung vornehmen, dann sehen wir, dass das Thema vor allem in den letzten Jahren angekommen ist. Bei den Regierungen, bei internationalen Organisationen, bei den Unternehmen, im breiten Diskurs, in der Öffentlichkeit. Es sind viele Strategien, Digitalisierungsstrategien verabschiedet worden, KI-Strategien etc. Aber wir sehen, dass die Richtung, in die die diese Strategien anpeilen, global gesehen sehr unterschiedlich ist. Die Beispiele, die gerne im öffentlichen Diskurs genannt werden, sind China, USA und Europa. Ganz plakativ gesagt könnte man sagen, Europa mit der Datenschutzgrundverordnung, die jetzt im Mai in Kraft getreten ist, setzt einen starken Fokus auch auf den Schutz des Individuums, auf den zivilgesellschaftlichen Ansatz, also ganz in a nutshell. In China gibt es das Sozialkreditsystem, wo man versucht, ein neues Governance-System aufzubauen. Bis 2020 soll jede Person einen individuellen Score erhalten, jedes Unternehmen soll einen individuellen Score erhalten und gegeben diesen Score wird man für gutes Verhalten, bekommt man einen Punktabzug, für gutes Verhalten bekommt man Pluspunkte, für schlechtes Verhalten bekommt man Minuspunkte, die Regierung legt die Kriterien fest und am Ende werden dadurch eben sehr spezifische Entscheidungen wie Mobilität, Reisefreiheit, aber auch wo kann man die Kinder zur Schule schicken, wo kann man studieren, bekommen Unternehmen öffentliche Aufträge oder Subventionen, werden eben mithilfe dieses Scores festgelegt. In den USA ist ein sehr starker Fokus eben auf Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Themen wie Privatsphäre, informationelle Selbstbestimmung stehen dort eben weniger im Mittelpunkt. Also wenn wir uns einfach nur an diesen drei Kontinenten oder Ländern orientieren, dann sehen wir, dass sehr unterschiedliche Richtungen eingeschlagen werden, wohin man sich mithilfe dieser Technologien entwickeln möchte und dass es eben kein gemeinsames Ziel es gibt, wie ein globales, nachhaltiges, digitales Zeitalter aussehen könnte. Es braucht also eine Verschränkung der beiden Agenden von Nachhaltigkeit und Digitalisierung. An erster Stelle könnte man sich die SDGs vornehmen und updaten. Das ist nun kein einfacher Prozess. Das dauert lange, so ein Zielsystem auszuhandeln. Das dauert mehrere Jahre. Aber man könnte jetzt hier ansetzen und sagen, okay, setzt euch nochmal zusammen, schaut euch das neue Thema an und schaut, was euch dort wichtig ist. Man könnte auch bei den Digitalisierungsstrategien ansetzen. Jetzt auch bei der Bundesregierung gibt es die Datenethikkommission, es gibt die digitale Agenda, die neu ausgehandelt werden, es gibt unterschiedliche KI-Strategien, wo Ziele festgelegt werden. Und dort wäre eben mein Ansatzpunkt, Nachhaltigkeitsthemen mit aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob das jemand mitgekriegt hat, aber am Freitag hat beispielsweise das BMU eine Pressemitteilung rausgegeben, dass jetzt in der neuen KI-Strategie auch 50 Projekte lanciert werden, die KI eben gerade zum Erhalt von Klimaschutz und Umweltschutz einsetzen sollen, was erstmal ein Zeichen ist, was in die richtige Richtung geht. Und hier auf der Bits und Bäume gibt es natürlich auch sehr viele Initiativen, hier werden Ideen gesammelt und das ist genau der richtige Weg, weil diese Debatte eben noch am Anfang steht. Wie lassen sich diese beiden Trends miteinander verbinden? Hier seid ihr und alle Teilnehmer, die sich darüber Gedanken machen. Das ist eben ein wichtiger Schritt, um in eine nachhaltige Richtung zu gehen. Okay, wenn wir jetzt auf diese beiden großen Themen schauen, dann sehen wir, dass es noch relativ wenig Regulierung gibt, die dafür sorgt, dass sich dass der digitale Trend in eine nachhaltige Richtung geht. Und deshalb leite ich jetzt über zum Thema von dem heutigen Vortrag. Also wer treibt die Entwicklung? Das sind zurzeit eben maßgeblich Unternehmen. Die tragen sehr viel Verantwortung, man braucht nur an Facebook und öffentliche Diskurse zu denken, aber auch an kleinere Player wie KMUs
Und es stellt sich jetzt eben die Frage, wie diese Unternehmen, wie ihnen Anreize gesetzt werden können, Nachhaltigkeitsthemen ernst zu nehmen. Deshalb bin ich sehr froh, dass Sascha Dickel und Christian Thorin hier sind, die dafür erste Impulse und Initiativen vorstellen werden. Vielen Dank. Gut, vielen Dank, Theresa Schlüter. Erstmal herzlich willkommen. Diejenigen, die gerade jetzt erst gekommen sind, sind hier richtig. Hier geht es um die nachhaltige Unternehmensverantwortung der digitalen Wirtschaft. Wir haben jetzt gehört den großen Wurf, den großen Hintergrund über die Anforderungen für nachhaltige Entwicklung weltweit, das Zielsystem, das sich die Staatengemeinschaft dazu gegeben hat, dass darin Digitalisierung so gut wie gar nicht vorkommt und dass es eben kein Zielsystem für die Digitalisierung als einen eigenständigen Prozess gibt, auf den sich irgendjemand vereinbart hätte. Vor diesem Hintergrund eines noch völlig neuen und noch nicht durchregulierten Bereiches, der auch eine hohe Dynamik hat, die technologische Innovation, die soziale Innovation, die Business-Modell-Innovation, die Verhaltensveränderungen, die dadurch induziert werden, alles das verändert Märkte und praktisches Verhalten mit einer Geschwindigkeit, dass man sich kaum vorstellen kann, dass unsere langsam arbeitenden Regierungen da überhaupt hinterherkommen. Wir haben sowas an verschiedenen Stellen beobachtet. So, jetzt gibt es bei der Frage von Unternehmensbewertungen zwei Perspektiven. Perspektiven haben wir eben schon einmal Nachhaltigkeit, einmal Digitalisierung. Jetzt gibt es wieder zwei Perspektiven. Das eine ist die Perspektive, die Christian Thorin jetzt vorstellen wird. Und das ist, was bedeutet das eigentlich für die Verantwortung von Unternehmen? Wie stellt sich das aus deren Sicht dar, die Perspektive? Im Unternehmen und aus den Unternehmen, und danach spricht dann Sascha Dickel darüber, wie die Erwartungen von Anlegern an die Unternehmen sein werden. Das sind natürlich nicht die einzigen Perspektiven, die es geben kann, aber die sind für die Arbeit im Anlageausschuss bei uns die beiden wichtigen. So, Christian Thorin, jetzt du mit der Unternehmensverantwortung dabei. Super, herzlichen Dank und schönen Abend auch von meiner Seite. Theresa hatte ja eben gerade wunderschön aufgezeichnet, vor welchem Dilemma wir stehen, nämlich, dass Digitalisierung natürlich eine Riesenchance, aber auch eine Herausforderung für klassische Nachhaltigkeit ist. Und auf der einen Seite ist natürlich ganz klar, hierauf brauchen wir zum Teil auch eine politische Antwort. Das war ja auch das Credo des heutigen Vormittags und vieler anderer Diskussionsveranstaltungen, die wir hatten. Brauchen wir etwa sowas wie eine Nachhaltigkeitsdesign-Anforderung, die auf europäischer Ebene gegeben wird? Also wir brauchen sicherlich viele gesetzliche Regelungen, die auch sozusagen mit den Konsequenzen, mit den negativen Externalitäten, die mit der Digitalisierung einhergehen, um sie einzuhegen. Die Frage ist allerdings, reicht so eine staatliche Reglementierung aus? Und die Antwort, die ich geben würde, ist nein. Wir brauchen flankierend dazu natürlich Unternehmen, die selber von sich aus gesellschaftliche Herausforderungen annehmen, ernst nehmen und versuchen, Lösungen zu erarbeiten. Wenn man sich den Diskurs zu dieser Frage, inwieweit müssen eigentlich Unternehmen auch im Bereich der Digitalisierung Verantwortung übernehmen, angucken, dann wird man schnell feststellen, ja, dass es hier immer mehr Akteure gibt, die in den letzten Monaten sich genau in diesem Sinne positioniert haben. Also der Bundespräsident beim DGB forderte eine Ethik der Digitalisierung. Timothy Höttges von der Deutschen Telekom Vorstandsvorsitzender setzte sich im letzten Jahr für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Michael Otto sprach sich dafür aus, dass man die Werte nicht an der Garderobe der Digitalisierung aufhängen dürfte. Und wir haben eine Verbraucherbefragung gemacht und haben Verbraucher gefragt, ja, was denkt ihr denn eigentlich, müssten auch Unternehmen Verantwortung in der Digitalisierung und für ihre digitalen Produkte übernehmen? Wenig überraschend, 90% haben natürlich gesagt, natürlich sehen wir hier auch ganz stark die Unternehmen selbst in der Pflicht. Gleichzeitig haben wir die Verbraucher dann gefragt, ja, und kommen dann die Unternehmen ihrer Verantwortung schon nach? Über 50% haben das verneint. Also was wir hier auch sehen, ist sozusagen, dass es nicht nur konzeptionell auf der umweltpolitischen Ebene eine Sprachlosigkeit noch gibt, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für Nachhaltigkeit, sondern auch, dass es anscheinend bei Unternehmen noch gar nicht das Bewusstsein dafür gibt, dass wenn man über Unternehmensverantwortung spricht, auch über die Implikationen, die negativen und positiven Externalitäten im Hinblick auf die Digitalisierung sprechen sollte. Denn klassischerweise, wenn man sich den CSR-Diskurs, also den Corporate Social Responsibility-Diskurs anguckt und dann Unternehmen fragen würde, ja, was ist denn dann eigentlich ihre Verantwortung, würden die sagen, Soziales und Umwelt, das ist unsere Verantwortung und natürlich Geld verdienen. Ja, und die Frage ist ja, reicht das sozusagen heute als Zielkoordinatensystem aus? Und die Antwort, die wir haben, ist, nein, natürlich reicht das nicht aus. Zum einen
müssen wir oder führt die Digitalisierung dazu, dass sich in den klassischen Bereichen der CSR, also im Bereich Umwelt und Soziales, neue Herausforderungen stellen. Also wir hatten die Stichworte Energieintensität, Ressourcenverbräuche und so weiter und so fort. Das sind neue Herausforderungen oder auch neue Chancen sich stellen, wie etwa Blockchain-Technologie verwendet werden kann, um gegen bessere Rückverfolgbarkeit bei Konfliktmineralien zu sorgen und so weiter und so fort. Also es gibt neue Chancen und Risiken in den klassischen Bereichen der Nachhaltigkeit, Umwelt und Soziales. Aber es gibt auch eine ganz neue Dimension, nämlich die der digitalen Verantwortung, wenn es zum Beispiel um das Thema Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung, Algorithmustransparenz, die Verantwortung von Social Media Providern im Hinblick auf Hate Speech und Fake News und so weiter gibt. Das heißt, Unternehmen, die heutzutage Verantwortung in einem umfassenden Sinne nachkommen wollen, die müssen sich natürlich nicht nur mit dem klassischen Themen auseinandersetzen, sondern die müssen darüber hinausgehen. Sie müssen sich mit diesen Datenschutz, Datensicherheits, Algorithmen, Fake News, wie können wir unsere Produkte interoperabler machen, mit all solchen Fragen auseinandersetzen. Ja, also das ist sozusagen die Herausforderung. Und hier, was hierbei ganz wichtig ist, Andreas hatte vorhin gesagt, auf welche Unternehmen bezieht sich das eigentlich? Klassischerweise hat man immer gesagt, naja, das sind halt die IKT-Unternehmen, also die Hardware-Hersteller oder die Software-Hersteller. Aber diese klassische Unterteilung, die gibt es zwar zum Teil noch, aber ganz viele Unternehmen bieten ja jetzt auch oder setzen natürlich auch digitale Technologien ein, also ein Daimler oder so. Wenn Daimler Algorithmen für das autonome Fahren verwendet, oder, dann muss es sich natürlich auch mit der Frage auseinandersetzen, wie gehen wir eigentlich mit diesen ganzen generierten Daten um? Wie transparent machen wir eigentlich, wonach unser Algorithmus programmiert ist? Also die Moral von der Geschichte ist sozusagen, dass wir nicht einfach nur sagen können, für eine bestimmte Klasse von Unternehmen, Hardwarehersteller oder Softwarehersteller, gelten diese neuen Anforderungen, sondern eigentlich so gut wie alle Unternehmen, die halt an dieser digitalen Transformation teilnehmen. Ja, und was das sozusagen jetzt nochmal auch aus einer Anlegerperspektive bedeutet und was das für konkrete Anforderungen noch sind, hier zu Sascha. Ja, danke, Christian. Genau. Ja, heute auf der Eröffnungsveranstaltung zu der Bits und Bäume-Konferenz, da wurde oft von den zwei Hüten gesprochen, dem Baumhut und dem Digitalhut. Auch ich habe zwei solcher Hüte auf. Auf der einen Seite, mein Baumhut ist sozusagen das Engagement und das Forschen über Nachhaltigkeit. Und das habe ich getan als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und die Expertise, die ich da gewonnen habe, die versuche ich jetzt genau in den Anlageausschuss von Ökovision einzubringen. Und der andere Hut, sozusagen der BIT-Hut, das ist mein Hauptjob, eigentlich der größte Hut, den ich aufhatte, der heute ein bisschen weniger wichtig ist, nämlich der, dass ich als Soziologe, der sich vor allen Dingen mit Technik und Medien beschäftigt, hauptamtlich als Juniorprofessor für Mediensoziologie in Mainz, mich vor allen Dingen frage, was sind eigentlich diese Implikationen von digitalen Technologien für die Gesellschaft? Können wir das irgendwie in die Zukunft gerichtet abschätzen? Und diese beiden Hüte, die vertauschen sich immer wieder einmal. Heute kommen sie zusammen und das hat etwas zu tun mit dieser Konferenz, hat aber auch genau mit den Fragen zu tun, vor denen diese Konferenz steht und von denen wir stehen als unabhängiges Beratergremium. Andreas Krämer hat das heute zum Eingang unseres Podiumsgespräches schon etwas angerissen. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, das nochmal etwas zu vertiefen. Was machen wir eigentlich? Was ist der Hintergrund dessen, wie wir auf die Idee, die Konzeption dieses Gesprächs hier kamen? Und die Leute, die sich da zusammengefunden haben, die eint eines, zumindest spreche ich jetzt für uns dreien, nämlich sie arbeiten in einem unabhängigen Beratergremium von ÖkoWorld und dienen diesem Unternehmen ÖkoWorld als eine Art von sozial-ökologischem Sounding Board, was Entscheidungen darüber trifft,
genügt ein Unternehmen den sehr, sehr strengen Anlagekriterien, die Ökovision sich auf die Fahnen geschrieben hat. Also ganz viele Fonds, die ethisch und soziales Investment betreiben, haben natürlich auch irgendwelche Kriterien, nach denen sie handeln, nach denen sie agieren, nach denen sie investieren. Die Fonds haben alle ihre Berechtigung. Ökovision hat sehr strenge Anforderungen an Unternehmen und mit diesen Kriterien versuchen wir zu operieren. Das heißt, wir versuchen in einer nicht standardisierten Weise uns jedes Unternehmen einzeln anzuschauen. Das heißt, uns jedes Unternehmen zu betrachten und zu prüfen, ist es in Ordnung, in dieses Unternehmen zu investieren, ja oder nein? Und wenn wir sagen, nein, darf in dieses Unternehmen nicht investiert werden. Diese Kriterien haben eine ganze Weile gut funktioniert. Also viel davon sind relativ selbstverständlich. Atomkraft ist etwa ein No-Go. Militärtechnologie ist ein No-Go. Stattdessen sucht Ökovision eigentlich Unternehmen, die mehr tun, als nur Dinge schlecht zu machen, sondern Dinge explizit gut zu machen. Also irgendwelche Beiträge zu leisten für eine sozial-ökologische Transformation. Und jetzt standen wir des Öfteren vor diesen Unternehmen der Digitalwirtschaft oder Unternehmen in der digitalen Wirtschaft und fragten uns, wie können wir eigentlich den Beitrag dieser Unternehmen bewerten? Können wir die so handhaben wie andere Unternehmen auch oder haben die bestimmte Merkmale, die uns immer wieder Probleme bereiten? Und wir kamen zu dem Schluss, ja, die haben irgendwie Merkmale, die uns immer wieder Probleme bereiten und die haben vielleicht genau damit zu tun, dass es äußerst schwierig ist, genau abzuschätzen, was ist der potenzielle Impact von einigen Unternehmen. Wir haben ja oftmals diese Beispiele. Also wenn wir an Unternehmen der Digitalwirtschaft denken, dann denken wir vielleicht an große Industrieunternehmen, die jetzt sich Industrie 4.0 auf die Fahnen geschrieben haben. Aber wir denken natürlich noch viel öfter an die großen Player wie Google, wie Facebook. Und wenn wir uns diese Unternehmen in ihrer Gründungs-, in ihrer Anfangsphase angeschaut hätten, dann wären wir wahrscheinlich in der Regel nicht auf die Idee gekommen, wie die Geschäftsmodelle, wie der Impact dieser Unternehmen zum Guten wie zum Schlechten sich jetzt auswirkt. Das heißt, diese großen Player, die können uns einen Eindruck davon geben, was eher kleine Unternehmen oder Unternehmen mittlerer Größe, die noch nicht diese Zugkraft haben, vielleicht einstmals werden können. Aber wir sind eigentlich hier im Bereich der Spekulation recht häufig. Jetzt haben wir es zudem damit zu tun, dass gerade in dem Bereich der Digitalisierung, der eben nicht mehr einengbar ist auf bestimmte Hardware- und Softwareunternehmen, diese Firmen große Versprechungen und Erwartungen in die Öffentlichkeit tragen. Wenn man sich die Mission Statements anschaut, dann hört man ganz häufig Variationen des bekannten Typs »We will make the world a better place«. Wir wissen alle, dass durchaus etwas leicht gesagt und schwer getan ist. Das heißt, man muss im Prinzip schauen, inwiefern hat eigentlich die Praxis dieser Unternehmen etwas mit dem Mission Statement zu tun? Was ist die interne Kohärenz? Inwiefern macht sich Unternehmen eigentlich ernsthaft darüber Gedanken, was sein potenzieller sozialer oder ökologischer Impact sein könnte? Was erwarten wir also von solchen Unternehmen? Wir erwarten von solchen Unternehmen, wir müssen von solchen Unternehmen mehr erwarten, als einfach nur bestimmte Minimalkriterien zu erfüllen. Zum Beispiel Energieeffizienz zu behaupten oder anzugehen, Ressourceneffizienz zu behaupten oder anzugehen. Sondern wir sollten uns fragen, geht ein Unternehmen eigentlich in irgendeiner Weise darüber hinaus? Beispielsweise mit einer Strategie, die Richtung Suffizienz gehen könnte. Beispielsweise mit einer Art
von Produktorientierung, die sagt, wir nutzen diese Effekte von Digitalisierung, um zum Beispiel selbst digitale Kompetenzen zu fördern, zu entwickeln, statt sozusagen nur ein digitales Produkt anzubieten, das für die Konsumenten eine Blackbox ist. Und damit schlage ich den Bogen zurück. Wir müssten eigentlich erwarten, dass diese Unternehmen selbst das tun oder versuchen, das zu tun, was wir als Gesellschaft und auch wir als Institution gar nicht leisten können, nämlich eigentlich eine interne Technikfolgenabschätzung zu betreiben. Sobald sie eine gewisse Größe haben, müsste man von ihnen erwarten, dass sie die Folgen ihres Tuns und die Folgen ihres möglicherweise sehr innovativen, disruptiven Geschäftsmodells auch reflektieren, weil gerade diese neuen Geschäftsmodelle, die Digitalisierung ermöglicht, die bieten natürlich einerseits ganz große Möglichkeiten im Sinne von sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit, aber genau da können natürlich auch die Probleme liegen. Bekannte Beispiele wie Airbnb, da muss man gar nicht viel drüber sagen, da kennen wir genau die Ambivalenzen. Und damit komme ich zum Schluss, übergebe wieder an Andreas Krämer. Vielen Dank, Sascha. Ja, das ist ein Applaus wert und wir haben jetzt tatsächlich noch 41 Minuten für Diskussion mit Ihnen. Überlegen Sie sich also Fragen, überlegen Sie sich Kritik und Hinweise und ich bitte euch drei hier einfach mit auf die Bühne zu kommen. Die 41 Minuten, die könnte auch stehen. Wir brauchen jetzt hier keine Stühle. Wer also eine Frage hat, einen Kommentar hat, möge bitte die Hand heben und dann müssen wir mal schauen, das Mikrofon muss bis da hinten hin. Und wir müssen derweil versuchen, eins dieser Mikrofone zum Laufen zu kriegen. Vielleicht geht es ja auch so, oder? Ja. Wir wollen auch für die Aufzeichnung, das ist wichtig. Für die Aufzeichnung. Und jetzt müssen wir gucken. Okay, alles digital. Okay. Kurz sagen, wer du bist. Ach so, ja, mein Name ist. Das hilft allen. Okay, ja, mein Name ist Torben. Ich habe gerade einen Master in angewandter Ethik abgeschlossen. Genau, bin aber jetzt nicht institutionell verankert oder so. Ganz kurze Frage mit Blick auf die zwei letzten Inputs. Das fand ich nämlich, da gab es eine ganz interessante Spannung und da ist für mich eigentlich noch eine offene Frage im Hinblick auf die Spezifizität der Digitalisierung. Bei dem ersten Vortrag hieß es ja, okay, wir haben diese klassischen Kriterien, ne, sozial, ökologisch. Aber wir haben irgendwie auch digitale Kriterien. Und jetzt im zweiten Vortrag hatte ich so das Gefühl, okay, die Kriterien, die aufgebracht werden, sind eigentlich wieder die sozialen und ökologischen. Sodass ich mich gefragt habe, gibt es sowas wie eine spezifische digitale Nachhaltigkeit und was sind eigentlich so die Größen, an denen wir das messen? Also ökologische Nachhaltigkeit, da kann ich vielleicht irgendwelche Kennzahlen nennen, wie einen Fußabdruck oder ähnliches. Bei den sozialen Folgen kann ich vielleicht noch so Mindeststandards wie Existenzminimum oder Verteilungskriterien anführen. Das ist für mich wirklich eine offene Frage. Gibt es so spezifisch digitale Nachhaltigkeitskriterien? Ist da irgendwie was, was man so mal konkret fassen kann? Die Herausforderung für Christian Turun ist, die Antwort kürzer zu machen als die Frage. Das ist genau das, was ich versucht habe zu sagen. Also zum einen hat die Digitalisierung Auswirkungen auf diese klassischen Bereiche Umwelt und Soziales. Aber dann gibt es diesen neuen Bereich. So, und der ist tatsächlich noch nicht so konkretisiert. Es gibt zwar im Hinblick auf Datenschutz OECD-Guidelines for Privacy, es gibt UN-Guidelines, aus denen man bestimmte Dinge ableiten kann, aber es fehlt sozusagen, gerade wenn man sich auch solche Reporting-Standards wie die GRI oder so anguckt oder hier vom IÖW, was sozusagen das Ranking von Nachhaltigkeitsberichten angeht, im Hinblick auf das Spezifische der Digitalisierung, dann mangelt es noch weitgehend. Und da sind wir gerade erst in dem diskursiven Prozess, das eigentlich zu erarbeiten. Zum Beispiel im Hinblick auf Datenschutz auf einer europäischen Ebene stellt sich ja die Frage, brauchen wir überhaupt noch mehr? Wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung, da steht doch schon alles drin, oder? Naja, ich würde argumentieren, nein, da steht zwar einiges sehr Sinnvolles drin, aber aus einer ethischen Perspektive müssten wir sagen, es geht darum, beyond Datenschutzgrundverordnung mehr zu tun auf einer freiwilligen Basis, was im gesellschaftlichen Interesse ist. Und was könnte das zum Beispiel als konkretes Beispiel sein? In der Datenschutzgrundverordnung steht zum Beispiel drin, Unternehmen sollen in einer leicht verständlichen Art und Weise informieren, wie sie Daten verwenden.
ja, wie könnte das vielleicht alternativ aussehen als 20-seitige Datenschutzerklärung? Das könnte zum Beispiel ein Datendashboard sein, wo ich ganz konkret drin sehe, was wird da eigentlich gemacht, und in diesem Datendashboard, wo ich dann auch meine Einstellung oder Voreinstellung auch wieder verändern kann. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das, worauf Sie hinweisen, es gibt diesen neuen Bereich, und da sind wir im Moment noch in einem Diskussionsprozess, was muss da eigentlich alles rein? Datenschutz, Hate Speech, Verantwortung von Social Media Providern und so weiter und so fort sind nur einige der Aspekte. Aber genau da stehen wir an der Herausforderung, dass es das noch in der Form nicht gibt. Danke, Christian. Wir haben beschlossen, da müssen wir nicht nachlegen. Zweite Frage. Hallo, mein Name ist Erik und ich komme aus dem IT-Bereich Hintergrund. Und ich habe zwei kleine Fragen im Bereich CSR-Ratings. Und zwar, ich kenne die Ratings, die Berichte von ISS Ökom, die jährlich rausgegeben werden und branchenabhängig Ratings durchführen. Leider seit diesem Jahr ist die Webseite anders oder die Firma wurde gekauft, ich weiß nicht so genau. Gibt es das noch andersweitig, also zum Beispiel von Ökovision, oder macht das jetzt Ökom unter anderem, unter anderer Flagge? Und die zweite Frage ist, wie sieht es aus mit den kleineren Firmen? Also man sieht dann immer, die größten Player wie Coca-Cola und Microsoft schneiden relativ gut ab. Wie sieht es aus im Branchendurchschnitt mit den kleineren Firmen? Also vielleicht wird viel Schlechtes gemacht und ein bisschen was Gutes und deswegen sind sie in dem Rating weit vorne. Aber wie sieht es aus mit kleineren Firmen, die eventuell nicht das Geld haben, um Greenwashing zu betreiben? Die Frage nehme ich dann. Ich habe ja gesagt, ich war 20 Jahre lang im wissenschaftlichen Beirat von Ökom Research. Ökom Research ist Anfang dieses Jahres von einem amerikanischen Investor ISS übernommen worden. Das klingt jetzt erstmal böse, aber dieser Investor ist eigentlich derjenige, der Aktionärsaktivismus überhaupt erst ermöglicht. Die betreiben im Hintergrund die ganze Infrastruktur, die man braucht, um Resolutionen für die Jahresversammlung, die Hauptversammlung von Unternehmen vorzubereiten, Gegenanträge zu stellen, Abstimmungen, Kampfabstimmungen zu organisieren und so etwas. Von denen sind die übernommen worden. Seitdem gibt es eine neue Website. Seitdem gibt es auch vieles, was nach amerikanischem Recht gemacht wird. Und deswegen findet man nichts mehr da, wo man es gesucht hat. Und manches ist auch verschwunden. Das wird aber wieder hochkommen. Die Arbeit geht weiter. Es gibt andere Anbieter von ähnlichem Rating in Deutschland, zum Beispiel auch IMUG. Ökovision veröffentlicht seine Einschätzungen nicht. Wir veröffentlichen das Ergebnis im Sinne eines, das Portfolio des Fonds. Das kann man in den Halbjahresberichten, Jahresberichten immer nachlesen. Und damit auch den Fonds nachbauen, wenn man das will. Gelingt nicht so gut, wie wenn man es direkt machen lässt. Das geht. So, also das ist nicht verloren. Die Unternehmen, die abgedeckt werden von Ratingagenturen, das sind in der Regel die großen Unternehmen, die an der Börse notiert sind, wo es also Anleger gibt, die ein Interesse haben, eine solche analytische Leistung zu kaufen, einzusetzen und auch zu bezahlen. Viele kleine und mittelständische Unternehmen sind nicht an der Börse notiert, da gibt es kein solches Anlegerinteresse und deswegen werden die auch nicht analysiert und geratet. Das ist auf der ganzen Welt so. Trotzdem ist es so, dass zum Beispiel so ein Institut wie das IEW, wenn die das Ranking der Nachhaltigkeitsberichte machen, dann sind die ja nicht beschränkt auf nur börsennotierte Großunternehmen, die können auch KMUs nehmen, besonders innovative Unternehmen sich anschauen. Grundsätzlich ist es so, je kleiner, je spezifischer ein Unternehmen ist, desto leichter ist es zu bewerten, je größer, komplexer es ist, je schwieriger es, intensiver es eingebunden ist in Wertschöpfungsketten, desto schwieriger ist es, das zu bewerten. So. Das war meine Antwort, jetzt bin ich wieder Moderator. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Fast der halbe Saal hat sich gemeldet. Machen wir die Fragen schnell und kurz und die Antworten auch. Mein Name ist Nikolai, ich komme aus dem Bereich Ökobilanzen und deswegen wäre meine Frage, wie erfolgt denn genau die Bewertung der Unternehmen? Also eher qualitativ, quantitativ und welche Methodiken werden dabei angesetzt? Ja, wir haben im Prinzip ein zweistufiges Verfahren. Wir haben, beziehungsweise ich muss sagen, ÖkoWorld hat ein eigenes Sustainability Research, was unabhängig von der Investmentabteilung Unternehmen untersucht. Und die stützen sich wiederum auf andere Formen der Bewertung, die erbracht werden. Die schauen sich Unternehmen an. Die achten natürlich auf bestimmte quantitative Zahlen, aber versuchen im Prinzip uns schon wieder eine verdichtete Auswertung von verschiedenen Quellen zu geben. Also angefangen bei bestimmten externen Evaluatoren bis hin zu den natürlich den eigenen Berichten der Unternehmen. Was dann passiert, ist Folgendes, nämlich
Der Anlageausschuss von Ökovision trifft sich dreimal im Jahr und schaut sich diese untersuchten Unternehmen an und trifft ein qualitatives Urteil anhand der Kriterien. Das heißt, es ist wirklich eine nicht standardisierte Form der Evaluation, die sich im Diskurs ergibt. Das macht das auf der einen Seite extrem anspruchsvoll, man muss sich sozusagen jeden Einzelfall wiederum betrachten, aber genau das hat auch wiederum uns auf die Spur gebracht, diese Digitalunternehmen zu betrachten und die Frage zu stellen, die schon gestellt worden sind, müssen wir hier etwas grundsätzlich neu betrachten oder können wir Business as usual verfahren? Klasse, vielen Dank. Die nächste Frage. Also die was mich interessiert hat, war die Unternehmen, die eine Verantwortung über das Muss hinaus übernehmen sollen. Also die Frage ist, was haben Unternehmen davon? Letztendlich ist es natürlich etwas, was ich mir auch wünsche. Ich wünsche mir auch, dass Unternehmen viel mehr Verantwortung übernehmen, als zu den Gesetzen sie zwingen. Aber was haben Unternehmen davon? Also wenn sie nichts davon haben, dann machen sie es ja nicht. Und wo ist da der Hebel, den man effizient ansetzt, wo man nicht nur Symptome immer wieder bekämpft, sondern wo wäre der Punkt, wo man den Hebel ansetzt, um es für Unternehmen lukrativ zu machen, und ich meine damit nicht unbedingt nur finanziell, sondern wirklich einen Anreiz zu schaffen für Unternehmen, so viel zu tun, wie sie möglichst können und auf das Muss überhaupt nicht mehr zu achten, weil sie viel weitergehen wollen. Christian Turun gibt die Antwort, das Mikrofon hat Augen. Wer es also haben will, der möge bitte die Hand oben lassen. Und dann eins und dann kommt. Die Motivation ist natürlich immer ein ganz schwieriger Punkt. Ich würde mal unterscheiden, es gibt intrinsische Gründe, warum ein Unternehmen das machen sollte und es gibt externe Gründe, warum es auch zunehmend das machen muss. So, die intrinsische Motivation ist in einer Zeit, wo es immer schwieriger wird, talentierte Mitarbeiter zu gewinnen, kann das natürlich auch sozusagen Motivator sein, um Mitarbeiter für das eigene Unternehmen zu bekommen, dass man sagt, hey, wir machen doch hier etwas besser als der Markt. Wir machen nicht nur Compliance, sondern wir gehen über Compliance hinaus. Oder das, was Sie eben gerade von dem Kollegen vor uns gehört hatte, dieses mit dem Social Business oder mit dem Business Canvas, dass man also sagt, indem wir uns mit gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen auch aus einer unternehmensstrategischen Perspektive heraus beschäftigen, können wir auch neue Innovationen generieren. Also wir sind besser, auch im Markt sozusagen, wenn wir uns damit beschäftigen. Das können intrinsische Motivatoren sein. Externe Motivatoren sind, naja, seit Jahrzehnten haben NGOs dafür gekämpft, dass es eine verbindliche Berichtspflichten gibt von Unternehmen, um über das, was sie über Compliance hinaus machen, also darüber zu berichten. So, davon sind noch längst nicht alle Unternehmen umfasst. Auch der Aspekt der Digitalisierung, der findet sich nicht explizit im Gesetz sozusagen. Aber es gibt immer mehr Druck sozusagen auf Unternehmen, auch zu berichten, wie sie sich sozusagen gesamtgesellschaftlich aufstellen und was ihre gesamtgesellschaftliche Antwort ist, die über Legal Compliance hinausgeht. Aber und im Wettbewerb, was natürlich noch schön wäre, diese ganzen Ratings, ja auch was IUW und so weiter macht, soll natürlich auch dazu führen, dass letzten Endes vielleicht die öffentliche Beschaffung oder wir als einzelne Konsumenten und Konsumenten in unseren Konsumentscheidungen auch sagen, okay, wir haben hier zwei vergleichbare Güter, das eine ist aber von einem etwas grüneren Unternehmen, etwas ethischeren Unternehmen, naja, dann kaufe ich im Zweifelsfall bei dem oder ich bin sogar bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Also dass man auch versucht, Marktkräfte dafür zu nutzen. Letztlich ist es so, dass Unternehmen, die die Risiken erkennen, weil sie sich mit den Themen beschäftigen, im Zweifelsfalle besser dastehen, wenn dann irgendwann die Politik und Regulierung greift und alle Konkurrenten, alle Unternehmen einer Branche zu einer Reaktion zwingt. Die, die vorausgedacht haben, die das Problem frühzeitig erkannt haben, haben dann in der Regel einen Wettbewerbsvorteil bzw. keinen Skandal. Nächste Frage. Erstmal vielen Dank. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in die Richtung Bewertungskriterien gehen. Wer bist du? Matthias, hallo. Ach, okay. Zivilgesellschaft, Bildungsarbeit, globale Medien, so ein bisschen spezialisiert. Mich würde sehr interessieren, ich fand es ehrlich gesagt zu intransparent, gerade zu dem Thema Bewertungskriterien, würde mich viel mehr interessieren, was sind harte Kriterien, also zum Beispiel, okay, es gibt eine CO2-Bilanz, ÖkoWorld zum Beispiel, kann man lesen, wird ja auch damit geworben, unsere Anlagemöglichkeiten bieten 40-50% weniger CO2-Output und so weiter und so fort. Wie fließt das ein?
Und eigentlich die größere Frage, was ist denn da die Transformationsvision? Also welches Bild steckt dahinter, wenn man eine Firma oder ein Unternehmen auswählt, in das man investiert? Ich habe gerade kam das Stichwort Marktkräfte nutzen. Das läuft ja im Prinzip auch dem zuwider, was der WBGU da irgendwie ne, mit Postwachstumssuffizienz und so weiter, das schneidet sich in meinen, wie ich mir das vorstelle. Also welche Vision ist da? Wo soll es eigentlich hingehen? Gut, also zu der Frage der Kriterien und der Vision. Kriterien sind von ÖkoWorld, ÖkoVision veröffentlicht, stehen im Verkaufsprospekt drin, kann man auf der Webseite gucken. Für uns im Anlageausschuss selber sind die nochmal weiter runtergebrochen, sodass wir einzelne Prüfpunkte haben. Das wäre jetzt zu lang und ist auch zu flexibel. Wir verändern das mit der Zeit, als dass es immer wieder veröffentlicht werden müsste. Ökom Research arbeitet in ähnlicher Weise mit einer Datenbank mit mehreren hundert Zeilen. Ich glaube, es sind inzwischen 1000 Zeilen von Prüfpunkten, die abgefragt werden und dann gewichtet werden. Das sind sehr ausgefeilte Systeme, wo sehr im Detail geschaut wird. Das wird erleichtert dadurch, dass Unternehmen inzwischen relativ standardisiert Bericht erstatten. Das hat etwas damit zu tun, dass die Unternehmen voneinander gelernt haben, dass viele von denen nach ISO 14000 ihre Umweltmanagementsysteme aufgebaut haben und damit im Grunde genommen identische Kennzahlen berichten. Man kann also sehr gut über die Zeit vergleichen oder zwischen Unternehmen vergleichen. Und dass es durch die Global Reporting Initiative weltweit inzwischen eine Harmonisierungstendenz gibt, also über Länder und über Branchen hinweg nach ähnlichen Kriterien, nach ähnlichen Themen zu berichten. Das ist nicht perfekt, aber insgesamt gibt es immer mehr Informationen, die es einem erlaubt, mit relativ kleinteiligen Kriterien zu entscheiden, was man gut findet und was man nicht gut findet. Bei ÖkoVision, das wurde schon gesagt, gibt es harte Ausschlusskriterien, aber das Wesentliche ist die Vision. Wir versuchen, über diese Kriterien Unternehmen zu identifizieren, die zu den Gewinnern der Zukunft gehören, die also heute schon Produkte, Dienstleistungen anbieten, Geschäftsmodelle verwenden, von denen wir mit unseren Kriterien vermuten, dass sie in einer nachhaltigen, gerechten Gesellschaft immer noch dabei sein werden und in dem Übergang in eine solche auch zu den Gewinnern gehören werden. Wir identifizieren mit den gleichen Kriterien auch die Verlierer, aber gibt es kein Diesel, keine fossilen Energien drin, gab es auch schon nie. Also man kann auf diese Weise auch die Verlierer der Zukunft identifizieren. Und das ist im Grunde genommen die Vision, die Philosophie dahinter. Über diese Kriterien, die normativ sind, wir wollen etwas, wir haben eine Vision, herauszufinden, welche Unternehmen wahrscheinlich gut sein werden, wachsen werden, erfolgreich sein werden und welche Unternehmen das nicht sind. Jetzt wieder Ende meiner Antwort. Ganz kurz und mal, Andreas. Ihre Frage hat, glaube ich, so zwei Komponenten. Das eine war ja die Kriterienfrage und das andere war ja eine viel grundsätzlichere Frage. Dieses System, in dem wir operieren, ist natürlich im marktwirtschaftlichen System Impulse, Lenkungsrichtung zu geben. Wir haben ja auch hier viel diskutiert, jetzt Postwachstumsgesellschaft und die Commons und ganz neue Arten des Wirtschaften und der solidarischen Wirtschaft. Darauf ist natürlich unser Ansatz keine Antwort, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Sondern da braucht man ganz andere Strukturen des Wirtschaftens und ein neues Verständnis. Wir sind sozusagen im marktwirtschaftlichen System, versuchen wir Impulse zu geben. Und das auch nur bei Unternehmen, die investierbar sind, nämlich bei Aktiengesellschaften. So, das ist natürlich auch schon nochmal eine ganz große Einschränkung oder so, aber das sind halt einfach die Spielregeln, die wir in diesem System halt nur beeinflussen können. Und in diesen kleinen Sandkasten sozusagen versuchen wir die Innovation in Richtung sozial-ökologische Transformation zu initiieren. Dass es aber viel größere Diskurse gibt, ist klar und valider Punkt. Nächste Frage. Zunächst vielen Dank. Ich erlaube mir mal kurz zwei Seiten aufzuziehen. Das eine ist, ich bin gerade in das Ranking-Projekt eingebunden beim IWW, also insofern habe ich den Namen jetzt mehrmals gehört und die Referenz dazu. Und wir hatten heute Mittag einen Workshop, wo es eben auch darum ging, zu schauen, wo ist eigentlich das Limit, also unsere Expertise auch in der Bewertung. Und darauf sind Sie ja auch eingegangen bei Digitalunternehmen. Das finden sich aber, also dieselbe Problematik haben wir bei ganz vielen Unternehmen, wo man einfach den Kontext und die spezifischen Anforderungen, Herausforderungen des Unternehmens sehr gut kennen muss, um eine Bewertung vornehmen zu können. Und unser Ansatz war da eben, stärker die Stakeholder eines Unternehmens in die Bewertung einzubinden. Vielleicht das etwas ausführlicher nachher. Der zweite Punkt war, dass der mir eingefallen ist bei dem, da kenne ich jetzt Ihre Arbeit nicht gut genug, aber wenn man jetzt diesen Spannungsbogen aufmacht zwischen ESG, also Risikomanagement, zu gucken irgendwie, wie erfüllt das Unternehmen jetzt bestimmte Kriterien, und die zweite Seite Impact, also
wo geht es ins Impact Investment? Da entstehen gerade viele interessante neue Initiativen. Auf eine bin ich gestoßen, das ist so eine digitale Matchmaking-Plattform, wo Startups, die auf die Ziele der UN einzahlen, also die Sustainable Development Goals, identifiziert werden für Investoren. Und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie interessant ist, aber das wäre so ein Bereich, in dem man auch schauen könnte, wenn man sagt, man will Richtung Impact gehen und nicht nur Risikomanagement betreiben. Ja, also das finde ich hochspannend und da sollte man in der Tat drüber reden. Also gerade Stakeholder-Einbindung finde ich einen interessanten Ansatz. Jetzt ist es natürlich in der Tat so, Startups spielen jetzt spezifisch für den Kontext Ökovision aus naheliegenden Gründen keine Rolle, weil zu klein, weil nicht im Aktienmarkt in der Regel. Allerdings, ich möchte zunächst auf die erste Frage eingehen, nämlich wie gut muss man eigentlich Unternehmen kennen, um es bewerten zu können? Das ist eine hochinteressante Frage. Wir versuchen das eigentlich durch eine Prozeduralisierung zu lösen. Das heißt, wir haben natürlich im Kern nur die Informationen, die uns die Unternehmen oder aber kritische Watch-NGOs zur Verfügung stellen. Und das ist immer ein Abbild in der Zeit. Was wir versuchen, ist, jedes Unternehmen alle 3 Jahre wiederum uns neu anzuschauen und zu prüfen, hat sich irgendwas geändert. Ne? Also quasi ist es niemals, dass ein Unternehmen garantiert drin wäre, sondern wir schauen es uns immer wieder an und versuchen immer wieder in die Tiefe zu gehen. Die andere Frage, Impact, die spielt, glaube ich, für uns zunehmend eine richtige Rolle. Also was wir uns seit einiger Zeit vertieft anschauen, sind eben genau diese angestrebten Impacts. Wir haben eine Diskussion über SDGs, wir schauen uns die Wesentlichkeitsanalysen der Unternehmen an, versuchen also zu gucken, was schreiben sich denn die Unternehmen selbst für einen Impact zu und wo sind sie eigentlich ihre sensiblen Kontexte und eventuellen Problemfelder? Volkmar Lübcke, ich war auch viele Jahre Mitglied im Anlageausschuss, bin also Anlageausschussmitglied im Ruhestand und mit den zunehmenden Jahren habe ich immer mehr den Eindruck, dass ich ab und an zum Maschinenstürmer werde, also auch jetzt wieder so ein Beitrag, weil ich als gelernter Verbraucherschützer natürlich Datenschutz und Verbraucherschutz also sehr hoch einschätze und da wissen wir ja, dass da einiges im Argen liegt und viele dieser Systeme und Angebote permanent Dinge abzapfen, die dann politische Wirkung haben, also bis zur Demokratiegefährdung oder bis zum Geschenk eines Donald Trump. Wir kennen die Geschichten und wie die funktionieren. Und aus meinen Datenschutzbeschäftigungen kenne ich den einen Grundsatz, der heißt, wo Daten gesammelt werden, werden sie irgendwann missbraucht. Und die Kollegen aus der IT-Branche sagen manchmal, sie machen den Diktatorentest, also für uns hier in Berlin, was hätte die Stasi gemacht, wenn sie diese Mittel schon gehabt hätte, um Leute politisch zu profilieren und daraus Folgerungen zu ziehen. Also da bin ich an der Stelle sehr sensibel. Die Datenschützer arbeiten dann mit dem Begriff Datensparsamkeit oder ähnliches, das nehme ich an, könnte ein Kriterium dann auch werden, halten die das ein, bringt mich zu der als Nicht-Techniker naiven Frage, kann man dem glauben? Also wer kontrolliert das Unternehmen? Dann tatsächlich diesen Grundsatz durchführen und solange es keine Datenspuren hinterlässt, ob da nicht doch eine Terabyte-Festplatte irgendwo noch liegt und es wird dann doch verwendet, habe ich Riesenprobleme und bringt mich zum letzten Prinzip, gibt es nicht da auch wie im Umweltbereich ein Vorsorgeprinzip, bevor ich nicht sicher bin, dass reguliert oder sicher auch wirklich Prinzipien eingehalten werden, dass ich dann lieber die Branche auslasse. Entschuldigung. Vielleicht ein Punkt dazu, wer kontrolliert das Ganze? Das ist genau der Punkt, der gerade auch sehr, sehr intensiv diskutiert wird. Sind die Aufsichtsstrukturen, die zurzeit bestehen, in der Lage, überhaupt reinzuschauen, was auf Unternehmensebene passiert? Und dort gibt es eben genau Initiativen, dass man sagt, man muss erst noch Kapazitäten aufbauen, um diese Strukturen zu schaffen, um dann tatsächlich auf Unternehmensebene reinzuschauen, so eine Art Controlling durchzuführen. Was wird denn da jetzt tatsächlich gemacht? Ich meine, vielleicht hat der eine oder andere den
den Aufruf von Algorithm Watch auch mitgekriegt. Da soll der Schufa-Algorithmus geknackt werden. Also was passiert da eigentlich? Welche Daten stecken dahinter? Wie werden die ausgenutzt und wie werden dann die Entscheidungen gefällt, um letzten Endes dann Kredite zu vergeben, aber auch eine Wohnung zu bekommen oder einen Handyvertrag abzuschließen? Also momentan ist die Antwort, man weiß es tatsächlich nicht. Und dort sind eben genau die Knackpunkte, wo die entsprechenden Kapazitäten noch aufgebaut werden können, dass dann entweder eine öffentliche Institution geschaffen wird oder es gibt auch Diskurse darum, dass man sagt, man schafft so eine Struktur wie bei den Auditing-Gesellschaften, die dann in die entsprechenden Unternehmen reingehen, die Bilanzen prüfen etc., dass man sowas Ähnliches braucht, um zu schauen, was passiert auf der Ebene der Geschäftstätigkeit im Bereich mit dem Umgang mit Daten und der Analyse. Ja, guten Abend. Danke für die Möglichkeit. Ich wollte, mein Name ist Miguel San Miguel, ich wollte auf die Frage, wo ist der Hebel bei den Unternehmen, wo man sie dazu bringen könnte, mehr zu machen als nötig, etwas beitragen, weil mir die Antwort leider zu kurz war. Weil ich auch mal vor 2 Wochen hier in Berlin auch in einem Kongress war, wo eine Antwort genau dazu kam, eine disruptive Antwort im wirtschaftlichen Sinne, so wie BGE eine disruptive Antwort auf soziale Fragen ist und wirtschaftliche Fragen, wie gehen wir mit Robotisierung um und so weiter, ist die Antwort des selbstgehörenden Unternehmen. Ich weiß nicht, ob jemand eine Bosch-Maschine in der Hand gehabt hat oder man von Carl Zeiss gehört hat. Das sind alte Unternehmen, die sich selbst gehören und die gute Produkte liefern und die sich treu bleiben. Wir kennen alle von Internetfirmen, die ganz klein anfangen, die irgendein Ziel haben und die lassen sich verkaufen. Und dann geht der Käufer und sagt, und jetzt nehme ich Profit raus und die ursprünglichen Werte werden alle vergessen oder mal vertäuscht. Die einzige Methode, um sich zu schützen gegen Extraktion von Profit in private Händen, ist, dass die Unternehmen sich gehören. Sich selbst. Dafür gibt es, ich gehöre nicht dazu, aber da gibt es eine Webseite purpose.ag, Purpose Stiftung ist dabei, wer es besuchen mag und Interesse daran hat. Ich denke, das ist etwas, was wir noch nicht in unseren Bewegungen genug intensiv recherchiert haben, aber das ist langfristig die einzige Antwort auf die Frage, wie sollen Unternehmen wirtschaften. So, und wer im eigenen Interesse, Entschuldigung, ein letzter Satz, wer auch ein Unternehmen, der sich gerade gründet, in dieser Art unterstützen mag, wir sind telecommons.org und wir wollen Telekommunikation im Almende-Sinn, im Commons-Sinne, genau, und wollen eure Unterstützung für die Kampagne der Finanzierung, die gerade startet. Dankeschön. Das war ein erschöpfendes Statement, das keine Frage beinhaltet und deswegen auch keine Antwort erwartet. Eine Frage? Dankeschön. Ja, es ist eine Frage. Sehr schön. Julia Sievert, ich komme aus dem Bereich CO2-Bilanzierung. Und wir beraten Unternehmen in der CO2-Bilanzierung und haben da auch teilweise mit Kunden zu tun, die wirklich vorbildlich sind. Und wir bitten darum, dass sie auch das kommunizieren werden. Problem ist, dass einige dann sagen, nee, machen wir nicht, weil wir machen uns zusätzlich angreifbar. Und eine Antwort darauf könnten Standards sein, dass man einfach ein Label hat, das man sich dann geben kann. Aber selbst wenn es diese Labels gibt, selbst wenn es ein CO2-neutrales Unternehmen ist, dann sind die trotzdem zaghaft. Und wie kann man diesem Problem begegnen? Also dass Unternehmen, die einerseits wirklich vorbildlich sind, immer noch davon zurückschrecken, dazu auch zu kommunizieren, weil sie einfach denken, okay, irgendjemand wird irgendwo einen kleinen Fehler finden. Das ist eine Frage.
das war eine Frage, die darfst du auch beantworten. Okay. Entschuldigung, Sie hatten auch die Hand gehoben? Nein, okay. Ganz kurz, Andreas, kannst du mal im Hinblick auf jetzt ganz spezifisch die CO2-Bilanzierung, ich würde einen allgemeineren Punkt gerne dazu noch machen, aber dann mach vielleicht den spezifischen erst. Die spezifische Frage dazu. Erstens ist es so, dass Unternehmen, die berichten, sich angreifbar machen, denn wer Daten veröffentlicht, da können die Daten hinterfragt werden. Und für viele Unternehmen ist es leichter, nicht zu berichten und sich damit nicht zum Ziel zu machen. Führt nicht sehr weit, wenn man börsennotiert ist. Führt im Bereich von Klimaemissionen nicht sehr weit wegen des Carbon Disclosure Projekts. Da entsteht ein Druck von institutionellen Anlegern auf alle Unternehmen, die an den Börsen notiert sind, standardmäßig zu berichten. Und dieser Druck weitet sich auf mehrere andere Themen langsam weiter aus. Also die Strategie, sich selber nicht zum Ziel zu machen, indem man Informationen verweigert, die stößt an ihre Grenzen. Das heißt, trotzdem beobachten wir immer wieder, dass auch Kampagnen gegen Unternehmen sich in der Regel orientieren an den großen Bekannten. Es macht einfach viel mehr Spaß, einen Boykott gegen Shell zu machen oder eine Kampagne gegen Apple, als gegen irgendwelche Unternehmen, die eh keiner kennt. Es ist auch für die NGOs es ist motivierender und mobilisierender, wenn man ein schönes, großes, bekanntes Ziel angreifen kann. Das ist leider so, das können wir nicht ändern. Frage. Achso, Entschuldigung, du wolltest noch einen weiteren Punkt machen. Ganz kurz, das war nicht mein genereller Punkt. Okay. Johannes Wunderlich von der TU Berlin. Ich beschäftige mich auch mit der Ökobilanzierung und aus dem Bereich kommt mir die Schwierigkeit der Systemgrenzen immer wieder in den Weg. Und ich finde den Begriff der Ausschlusskriterien bei den nachhaltigen Anlagen interessant. Also ist das wirklich, wenn wir sagen Ausschlusskriterium Kinderarbeit, wie weit geht das in der Wertschöpfungskette? Und wir haben heute ein paar Mal gehört, Kobalt, da weiß man nicht, wenn es irgendwann in den Markt gelangt, ob es nicht zum bestimmten Prozentteil irgendwo aus einer Mine etc. Also das kann man eigentlich nicht ausschließen. Also wie weit sind, ist es 100% Ausschlusskriterium oder gibt es da auch so eine Systemgrenze? Ja, es ist natürlich schwierig, ne? Also wir wissen alle, die Zulieferketten sind von extrem hoher Relevanz. Deswegen glaube ich, ist es für eine Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen von extrem hoher Relevanz, sich die anzuschauen, zu gucken, wie transparent sie ist und bei eventuellen Intransparenzen die Alarmglocken anzuwerfen. Ich glaube, jede Form von ethischem Investment ist natürlich darauf angewiesen, dass es irgendwelche anderen Beobachter gibt, die genau solche Probleme nachvollziehen können. Auf der anderen Seite prüfen wir natürlich, inwiefern stellt das Unternehmen so eine Transparenz her und legt offen, wie die Ketten denn aussehen. Oder eine andere Richtung wäre zu schauen, inwiefern ist dieses Unternehmen wiederum im Besitz von anderen Unternehmen, die problematisch sind, die eventuell einen bestimmten Einfluss auf dieses Unternehmen ausüben können. Klar, kognitive Ressourcen sind begrenzt, aber ich glaube, man kann nicht auf das Unternehmen als Single Entity gucken. Noch eine kurze Ergänzung, weil hier liegt natürlich auch eine Riesenchance für den Einsatz von digitalen Technologien, weil die genau diese Unübersichtlichkeit beheben können und diese Nachvollziehbarkeit in Wertschöpfungsketten herstellen können. Wenn man jetzt an Tracking-Verfahren oder Barcodes denkt, wo dann alle Zulieferer mehr oder weniger offen die Konditionen offenlegen müssen, dann ist über die Digitalisierung dieser Wertschöpfungskette natürlich sehr viel gewonnen. Also hier ist eine Riesenchance, solche Bewertungen, die dann einmal festgelegt werden, momentan vielleicht nicht bis zum Ende durchgezogen werden können, dann tatsächlich bis zu Beginn der Wertschöpfungskette nachvollziehen zu können. Dritter Teil der Antwort jetzt doch nochmal von mir. Und das ist, die Probleme tauchen in der Regel auf in Staaten, die entweder Unrechtsstaaten sind oder die zu schwach sind, um ihr Recht umzusetzen im gesamten Territorium. Also Areas of Limited Statehood, wie man das bezeichnen würde. Es ist also im Grunde genommen ein Implementations- und Vollzugsproblem im großen Teil der Welt und zum Teil ist es ein Problem von Unrechtsstaaten. Und da ist eine der Fragen, die wir uns stellen jetzt im Anlageausschuss auch, kann dort Blockchain-Technologie helfen, um die Nachverfolgbarkeit, die Rückverfolgbarkeit auch in solchen Gebieten zu gewährleisten, wo der Staat das nicht tut, wo staatliche Institutionen und Informationssysteme versagen. Wir wissen noch nicht, wie weit das geht. Wir sehen einige interessante Anwendungen in Lateinamerika. Vielleicht sind die bekannt, können wir bilateral nachher noch mal kurz drüber sprechen.
Aber das ist noch nicht so ausgereift, dass man jetzt ein überfassendes Urteil haben könnte, Blockchain wird die Welt retten. Aber da sind Potenziale drin, die wir versuchen zu verstehen, um zu wissen, ob man sie dann von Unternehmen erwarten kann, ob man sie in einen Kriteriensatz einfügen kann oder ob das dafür noch zu früh ist. Ganz wichtig dazu noch, und nimmt das Unternehmen teil an Sektorinitiativen, ne? Es gibt ja eine Reihe von Sektorinitiativen genau mit dieser Zielsetzung, die Sie angesprochen haben. Und da ist für uns natürlich wichtig, sind die mit dabei und sind die glaubwürdigen Mitglieder in dieser Sektorinitiative? Ja, ich würde nochmal gerne anknüpfen an den Punkt, dass Unternehmen mitunter gehemmt sind, ihre Daten zu veröffentlichen. Und zwar nicht nur, weil sie sich angreifbar machen, sondern wahrscheinlich auch, weil dadurch die Wettbewerbsneutralität gefährdet wird und halt auch eventuell Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden. Weil wenn man nur Umweltdaten veröffentlicht, kann es halt auch Rückschlüsse auf halt ja, das Produktionsvolumen, Gewinne und sowas möglich machen. Deswegen wollte ich fragen, ob Sie da auch auf solche Probleme stoßen, dass Firmen eventuell gehemmt sind, Ihnen also, die Daten zu geben. Also ich bin auch Mitglied unterschiedlicher Sektorinitiativen und ich weiß, dass die Wirtschaft immer gerne das Argument vorschiebt, nee, wir können diese Daten euch gar nicht aus wettbewerbslichen Gründen zur Verfügung stellen. In jedem Fall, wo wir dem nachgegangen sind und Kartellrechtsexperten zu Rate gezogen haben, war es immer, das ist ein vorgeschobenes Argument, weil wir fordern euch ja gar nicht auf, genau die Lieferantenmengen und Preise und so weiter kundzugeben, sondern das ist ja meist auf einer viel aggregierteren Ebene. Also es ist ein häufig artikuliertes Argument, aus meiner Sicht häufig ein Schutzargument und nicht wirklich belastbar. Gut, wäre das Mikro, Sie haben das Mikro. Im Anlageausschuss ist es so, wenn die Informationen erwartet werden können, aber nicht vorliegen, raus das Unternehmen. Hallo, mein Name ist Jane Ehlers von Akzente. Wir beraten einige Unternehmen im Bereich des Reportings und auch in der Digitalwirtschaft. Und ich möchte auch an der Stelle nochmal betonen, dass die Unternehmen, die mit denen wir zusammenarbeiten, durchaus auch bereit sind, eben transparent zu sein, aber eben vor der großen Herausforderung stellen, okay, was sind denn für uns eigentlich die richtigen Bewertungskriterien eben aus dem Problem, was schon beschrieben wurde, heraus, dass es eigentlich viele Kriterien gibt für klassische Unternehmen, die produzieren, eben da auch der GRI-Kanon oder vom DNK etc., aber eben für diese Branche kaum wirklich vergleichbare Ansätze existieren. Und Sie haben ja schon beschrieben, dass Sie gerade daran arbeiten, bei Ökovision eben dort belastbares Kriterienset zu entwickeln. Meine Frage, wie sieht dieser Prozess aus, wie machen Sie das und auch nochmal vielleicht der Hinweis oder auch die Idee, dass man dort tatsächlich eben auch mit den entsprechenden Unternehmen auch zusammenarbeiten kann und sollte, weil da eben auch das Bedürfnis sehr groß ist, branchenspezifische Kriterien zu entwickeln. Gut, das ist eine doppelte Frage. Also das eine ist ja, wie gehen wir damit um? Wir gehen damit um, dass wir versuchen sozusagen im Anlageausschuss selber zunehmend auch diese Kompetenzen mit durch die Mitgliedschaft sozusagen reinzubekommen. Das andere ist, dass wir Workshops, Expertenworkshop gestern zum Beispiel durchgeführt haben, wo wir versucht haben, im Austausch halt mit Experten in diesem Feld für uns selber sozusagen unsere Kriterien nachzuschärfen und kontinuierlich sozusagen immer wieder, wenn neue Themen, neue Vorlagen sozusagen zu Unternehmen zu uns kommen und sich Fragen stellen, wir versuchen darauf Antworten zu generieren. Aber natürlich ist es in dem Sinne unbefriedigend, als selbst wenn wir jetzt zu der goldenen Lösung gekommen wären, gibt es ja all die anderen Berater, Rankings und so weiter und so fort, die nicht unmittelbar davon profitieren. Die Bundesregierung, das BMJV, hat jetzt ja so eine CDR, also eine Corporate Digital Responsibility Initiative gestartet. Ausgang ist noch ungewiss, aber das könnte natürlich dort ein Forum sein, wo man genau mal versucht, zumindest im nationalen, gegebenenfalls im europäischen Kontext, mal so einen Kodex zu etablieren, damit mal für viele dann der Akteure, die jetzt da händeringend nach Antworten suchen, damit man ein belastbares Fundament hat. Aber wir stehen da am Anfang und es wäre eigentlich absurd, wenn sich jetzt jeder selbst da sein Brei und Süppchen kochte und wir das nicht versuchen zu harmonisieren und zu gemeinsamen Konsens zu finden. Deswegen stehen wir ja auch hier und versuchen, die Diskussion zu öffnen, sodass alle mitkriegen, worüber wir nachdenken. Vielen Dank für den Vortrag, Caroline Pohl. Ich promoviere an der FU zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement in modularen Produktionsnetzwerken, einer bestimmten Art von Produktionsnetzwerken. Und ich hatte zwei Fragen zu zwei Gefahren, die ich jetzt in dem gesehen habe, worüber Sie gesprochen haben. Das erste wurde gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Ich bin nicht gegen Evaluation, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, aber Evaluation von Organisationen hat per se, birgt schon auch gewisse Risiken, weil einfach
natürlich simplifizierte Kriterien entwickelt werden müssen, die auf super komplexe Organisationen stoßen. Und es gibt, glaube ich, schon seit den 70ern dazu Studien, und die sich damit beschäftigen, was hat eigentlich eine externe Evaluation für Auswirkungen und teilweise eben auch für sehr schwierige Auswirkungen auf unterschiedliche Organisationen. Und da wollte ich fragen, inwieweit Sie sich damit beschäftigen, inwieweit Sie das vielleicht mitverfolgen, was bewirkt eigentlich diese, diese Standardisierung und Evaluation, die wir entwickeln in den einzelnen Organisationen und nicht nur mit Blick auf einzelne Indikatoren, sondern insgesamt auf die Organisationsstruktur. So. Und die zweite Frage, damit würde ich nochmal ganz zum Anfang der Diskussion eigentlich zurückkommen, nämlich so diese, die Frage nach der, ja, den spezifischen Eigenschaften der Digitalisierung, und wollte da noch einen Schritt weitergehen. Und zwar habe ich mich gefragt, ob es nicht auch auf eine Art gefährlich sein kann, wenn man Digitalisierung als einen dritten Aspekt der Nachhaltigkeit einführen möchte, jetzt wo gerade so dieses Konzept der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit gerade erst so angekommen ist, gerade irgendwie Fahrtwind aufnimmt, und dann zu sagen, halt, wir springen rein und wir wollen übrigens, ist es doch noch was ganz anderes. Und bisher das, was Sie so genannt haben, an spezifischen Charakteristika der Digitalisierung, haben sich für mich ziemlich danach angehört, als könnte man das doch ziemlich gut auch unter sozialen Faktoren fassen. Ich wurde angehalten, ganz... Lange Frage, eine Antwort in einer Minute Schlusswort, eine Minute Schlusswort. Alles klar. Auf die erste Frage hin. Genau deswegen betreiben wir keine standardisierte Evaluation, sondern eine diskursive Abwägung auf Basis von Evaluationen. Also gerade kein technokratischer, sondern ein diskursiver, argumentativer Ansatz, den ich für sehr, sehr wichtig halte. Antwort auf die zweite Frage: Ich glaube nicht an sowas wie einen Digital Exceptionalism per se. Also ich glaube nicht daran, Digitalisierung ist was ganz Neues, digitale Unternehmen müssen ganz anders betrachtet werden. Ich glaube eher, bestimmte sozialökologischen Kriterien müssen eventuell nochmal anders befragt werden, weil wir den Impact positiv und negativ dieser Unternehmen schwerer abschätzen können. Vielleicht nochmal verkürzt auf Ihren ersten Punkt. Also es geht uns doch genau darum, Lenkungswirkung zu haben, ansonsten können wir uns das Ganze ja schenken. Wir wollen doch gerade genau für die Investoren, die sagen, uns interessiert es, wie, in welche Richtung sich Unternehmen entwickeln, ich will, dass mein Geld in die Richtung eingesetzt wird, genau für die wollen wir doch die Lenkungswirkung haben. Also bei aller Differenziertheit und so weiter wollen wir doch Menschen ermöglichen, durch ihre Geldanlage etwas zu bewirken. Also von sowas, das ganze Instrument ist darauf ausgerichtet, Druck auszuüben auf Unternehmen oder halt auch Anreize an Unternehmen zu geben, die es anders wollen. Und Ihre zweite Frage, ja, in der Tat, also es darf natürlich nicht passieren, dass jetzt plötzlich sozusagen die SDGs aus dem Fokus geraten und wir nur noch sagen, wir wollen Digitalverantwortung haben. Aber ich sehe darin eher eine Chance. Wenn Sie sich angucken, was heutzutage in Unternehmen passiert, da werden ganze Unternehmen ausgegründet, nur um noch das Smart-Home-Business zu machen. Und die sind ja trunken sozusagen hier von all den neuen digitalen Innovationen und denken weder die digitale Verantwortung mit, noch die ökosoziale Verantwortung. Und für mich ist das eigentlich eine Chance, sozusagen die Digitalisierung zu nutzen und zu sagen, hey, es geht hier um weitaus mehr um eure digitale Verantwortung, aber auch um die Umwelt- und Sozialverantwortung. Ich sehe darin eher eine Chance sozusagen, das sozusagen in diese ganze Innovationsgeschwindigkeit, die Ethik wieder mit reinzukriegen. Ja, ich versuche nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu den übergeordneten Fragen, weil es jetzt sehr konkret um die Definition von den Kriterien ging und wie entwickelt man die, wie wendet man die an, kann man das schon? Und letzten Endes hängt das ja davon ab, wo wollen wir uns überhaupt hin entwickeln, um dann entscheiden zu können, ist das jetzt eine gute Entscheidung, in das Unternehmen zu investieren oder nicht. Und da sind wir eben noch sehr am Anfang der Diskussion, wohin wollen wir uns entwickeln, was sind neue Möglichkeiten oder was sind neue Möglichkeiten im Sinne von einer nachhaltigen Entwicklung, diese Technologien einzusetzen. Und ich glaube, da müssten wir nochmal auf einer übergeordneten Ebene auch Diskurse führen, um zu überlegen, wo man in der Zukunft dann tatsächlich hingehen möchte, um dann wieder runterzukommen auf diese Ebene der Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen.
Also deshalb ist das eben auch hier auch ein sehr schöner Raum gewesen, um diese Debatte mal anzustoßen. Die Entwicklungen, die jetzt ablaufen, sind eben sehr, sehr tiefgreifend. Viele verwenden auch den Vergleich Digitalisierung und Buchdruck. Wenn man überlegt, was der Buchdruck alles ausgelöst hat, von der Start zur Neuzeit, die Aufklärung, Industrialisierung etc., dann sind das sehr umwälzende Entwicklungen. Und wenn man quasi diesen Vergleich mal wörtlich nimmt und überlegt, was da auf uns zukommt, dann müssen wir, glaube ich, noch tiefer in diese Debatte einsteigen. Ich finde, das war ein ganz tolles Schlusswort. Wir sind eh über Zeit. Ich bedanke mich bei meinen Panelisten. Ich bedanke mich beim IOW für die Organisation, für die Technik, dass es alles so wunderbar geklappt hat. Und Ihnen für Ihr Interesse, Ihre Fragen. Wir sind noch weiterhin hier im Raum. Weiterhin viel Spaß bei Bits und Bäume. Applaus